meinen Nachbarn fürs Pflanzengießen während meiner Ferien. Doc wird Ihnen präsentiert von fleurop.ch. Schönberg. Ich will einreihen. Lange nicht mehr so froh war, in dieser höheren Hubel zu sehen. Danke vielmals. Merci. Frankreich, Mont Blanc-Gebiet. 7 Menschen sind aufgebrochen, um sich einen Traum zu erfüllen. Es ist ihr erster Tag auf der berühmten Haute Route. Einer Skitour quer durch die Alpen, von Chamonix nach Zermatt. 80 Kilometer, 7000 Höhenmeter, in 6 Tagen von Hütte zu Hütte. Könnt ihr noch Kalmbach-Kirchel? Die Gruppe hat sich heute zum ersten Mal gesehen. Mit dabei die Olympiasiegerin und ehemalige Weltcup-Fahrerin Dominique Giesing. Sowie ihre frühere Skirennfahrkollegin Frenzi auf den Platten. David Fasel ist ihr Bergführer. Zusammen mit Bruno Jelk, dem ehemaligen Rettungschef von Zermatt. Auch dabei der CEO der Allianzgruppe Schweiz. Ein Heilpädagoge. Eine Tochter mit ihrem Vater. Und eine junge Frau, die in Gedenken an ihre verstorbene Mutter auf der Tour mit dabei ist. Die Haute Route ist die Skitour durch die höchsten Berge der Alpen. Ein Mythos auf der ganzen Welt. An ihrem ersten gemeinsamen Abend in der Hütte lernt sich die Gruppe gegenseitig kennen. Alle sind gespannt, mit wem sie unterwegs sind. Ich arbeite bei der Swisscom 80% und mache daneben ein Wirtschaftsstudium. Und nachher habe ich die Familie in Zermatt und eine Freundin in Brieg und ich bin in Bärau und und ja, das alles mit den schönen Verpflichtungen noch, aber vom früheren Leben, ja, eben vielleicht mal Zeit haben, ein bisschen über mich und das Leben zu studieren. Und vielleicht, wenn man mal am Anschlag ist, kommen neue Sachen raus, die man sonst im Alltag gar nicht so weit lassen kann. Ja, also ich habe auch aufgehört Skifahren, schon vor einer Zeit. Ich studiere im Moment Physik an der ETH in Zürich. Und bin im Endspurt für meine Berufspilotenausbildung. Das ist so eine langzeitige Leidenschaft von mir. Ich meine, das, was Franzi erwähnt hat, ist schon auch bei mir ein Thema. Und für mich ist es auch immer Lebensqualität, sich so Wochen zu nehmen. Sei es jetzt hier auf der Haute Route, sei es mal eine Woche Windsurfen oder so. Also, das ist für mich auch wichtig. Ich habe nach 30 Jahren Arbeiten in einer Schule den Entscheid gefasst, ich künde, ich höre dort auf zu arbeiten und ich probiere mich selbstständig zu machen. Und dann damit auch der Entscheid, ich will ein bisschen mutiger werden. Ich habe mich bis jetzt nicht so als ein mutiger Mensch erlebt und jetzt einen Entscheid gefällt und der Entscheid damit auf die Haute Route zu gehen hat, mit dem auch zu tun. Ich meine, das Hindernis bei mir war die zeitliche Verfügbarkeit. Also kann ich mich einfach eine Woche verabschieden im Geschäft. Weil wir haben diese Woche, also morgen haben wir glaube ich, eine Verwaltungsratssitzung von dieser Firma, übermorgen ist eine Geschäftsleitungssitzung und so weiter. Und ich musste mich organisieren, dass ich Stellvertreter hatte oder Leute, die mir einfach geholfen haben, jetzt, die Zeit zu überbrücken. Und das ist dann gelungen und dann habe ich dann definitiv zugesagt. Ich bin alleinerziehende Mutter von 2 kleinen Buben, 3,5 und 5,5 und arbeite zu 60% als Oberstufenlehrerin. Auch meine Freizeit beschränkt sich auf sehr wenige Tage im Monat, wo ich wirklich noch etwas machen kann. Ich war schon mal auf der Haute Route
vor 50 Jahren. Und es hat mich schon immer wieder interessiert, wie sieht das heute aus, die ganze Umgebung. Und für mich ist das eine Art die letzte Gelegenheit, noch einmal zum auf die Otrucco. Ich habe die Tourenski von meiner Mutter quasi geerbt. Und dann waren eben mal die Ski da. Und dann hat es schon so ein bisschen auch den Reiz ausgelöst. Ja, wer hat denn sie dazu gebracht oder wieso ist sie so gerne Touren gegangen und so, zum Gleichen auch ein bisschen nachfühlen, wieso und alles, das ist noch ja, speziell so. Was erwartet die Gruppe? Die Haute Route ist eine Herausforderung für alle, die sie wagen. Bergführer David Fasel aus Verbier führt seit Jahren regelmäßig Gäste durch diese Route. Der Start zur Tour war heute Morgen in Argentière, neben Chamonix. Von dort ging es hoch zur Argentière-Hütte. Morgen wird die Gruppe weitergehen zur Cabane du Trion in der Schweiz. Dann über Verbier hoch zur Cabane Montfort. Von dort in die Cabane des Dix, ins Bivac de Bouquetin. Die Ankunft ist am sechsten Tag in Zermatt. 7000 Höhenmeter, 80 Kilometer, meistens auf 3000 Meter Höhe, inmitten der 4000er, warten auf das Team. Der nächste Morgen beginnt mit einer unangenehmen Überraschung. Gut schlafen? Nein, ja, Magen hat's mir schon. Magen hat's mir schon. Ich bin schlecht geworden, ja. Ure drehen. Das ist nicht gut gewesen. Ist im WC gelandet da drin? Ja, etwa der Brecher, nicht sparen. Oh, ja. Etwa der langsam. David Fasel wird heute mehr Verantwortung übernehmen müssen. Jetzt ein Pfeil. Haben wir alles Pfeil dabei? Der Pickel, ja. Steigeisen. Das ist etwas schwierig. Jetzt sind wir hier gerade runterrutschen. Einfach langsam gehen. Du doch ein bisschen Distanz lassen zwischeneinander. Wir gehen doch Bruno bis unten, wenn wir den auffällen. Gehen wir zusammen. Ich gehe voraus, so kannst du hinten nach. Und dann gehen wir einfach gemütlich. Der Schnee ist pickelhart nach einer eiskalten Nacht. Und die erste Abfahrt führt durch steiles Gelände. Vor solchen Passagen hatte der 72-jährige Paul Zeller bereits im Vorfeld Respekt. Sehr messy. Paul, aufstehen! Sehr nett. Warte, nimm die nochmal. Der Ski hinten. So, der Ski auch parallel? Ja. So ist gut. CEO Severin Moser muss eingreifen. Er hilft, dass Paul nicht in die steilen Felsen abrutscht. Die nächste Schwierigkeit wartet bereits. Der Aufstieg zum Col du Chardonnay. Ja, die sind recht am Kämpfen da oben mit den Haarscheisen. Planänderung, Steigeisen anlegen, Ski auf den Rucksack binden. Die wenigsten haben bisher viel Erfahrung mit dem Gehen auf Steigeisen. Das war eine richtige Kette. Jetzt muss ich das so. Danke. Ich habe das erste Mal jetzt die Steigeisen an und die Ski auf dem Rücken, das zweite Mal. Aber so eine lange Passage
noch nie. Aufgebrochen ist die Gruppe heute in der Argentière-Hütte. Jetzt sind sie im ersten Aufstieg auf den Col du Chardonnay. Weiter geht's über das Fenêtre de Salina, zur Besteigung der Aiguille du Tour. Ziel ist die Gabane du Trion, auf 3170 Metern. Über 10 Kilometer und 1040 Höhenmeter beinhaltet dieser Tag. Dafür sind 5 bis 7 Stunden reine Laufzeit geplant. Es ist der erste Test. Bergführer David muss herausfinden, wie sicher die Gruppe unterwegs ist. Müssen die gut Stöcke haben, he? Das ist doch schon passiert, dass sie abgehen. Das war gerade ein bisschen an der Ecke. Kann man nicht gerade ausrutschen. Es würde nicht voll passieren, aber so ein paar blaue Flecken würde man schon haben. Aber der Peter, wenn man das erste Mal steigeisen laufen, geht er ganz gut. Wie geht es dir, Papi? Ja, so weit gut. Ist einfach doch ein stutzig. Direkt hinter dem 72-jährigen Paul seine Tochter Yolanda. Jeder sucht seinen eigenen Rhythmus in knapp 3000 Metern Höhe. Nicht nur Carmen und Peter, auch die ehemalige Spitzensportlerin Dominik Giesin. Bergführer Bruno Jelk folgt. Langsam. Geschwächt von seiner Magenverstimmung. Oh, gerade etwas trinken. Sonnenbrille vielleicht nicht. Nicht zu weit weg tun, die brauchen wir das mal. Ja, am liebsten geht weiter mit den Steigeisen laufen. Passt mir nicht so, dass wir jetzt auffällen. Aber je noch. Warum? Es gibt einfach eine andere Sicherheit. Und es ist morgen früh und mit der Spitzkehre dann nachher. Ist einfach so, fühle ich mich sicherer und ist auch angenehmer. Wenn es gerade schon läuft, dann ja. Felle aufziehen und Harscheisen montieren. Dominik reift Frenzi unter die Arme. Das ist das eigentlich ohne Service machen? Hi, einer. Nein, ich bin gerade froh, weil ich noch nie dran konnte. Und ich weiss jetzt hoffentlich, sehr gespannt. Meter Aufstieg. Auch die ehemaligen Weltcup-Fahrerinnen sind technisch gefordert. Schau mal, er hat mir einen Tipp gegeben für die Spitzkehre. Ja, das ist ein sportlicher Zweig. Aber wie tust du jetzt da? Darf ich schon? Weißt du? Da? Aha, mehr so. Ja, ja. Nein, aber nicht zu viel. Ja, ja so. Genau. Guck, jetzt gibt es ein Winger. Ja. Ja, wir machen noch ein paar. Es lohnt sich. Ja. Merci. Der Mann natürlich, der macht ja schon Sport, oder? Sonst möchte ich es nicht machen. Ja, ja. Jetzt haben wir Brechen. Ausgerechnet er leidet heute am meisten. Bruno Jelk, der es sich gewohnt ist, als Bergführer vorauszugehen und die Haute Route bestens kennt. Also Steigeisen anlegen, Fellweg nehmen und Ski aufbinden auf den Rucksack. Bruno, ist nicht gut? Hä? Nein, ich höre dich. Es würde nicht besser gehen als Kevin. Keine Chance, oder? Hä? Keine Chance. Aber oder will man nicht einmal zur Hütte an den Moor gucken? Ja, kann man ja, aber wenn man nicht geht, dann ist Kevin. Weißt du, du bist immer hart am Kotzen. Aha, ja, ja. Ja, ja. Du bekommst ja keine Luft richtig, gell? Aber bloß nicht, aber mir geht es noch ein bisschen. Aufs Mal. Nicht, wenn wir entscheiden, wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Ja, ja. Gell? Nein, du bist logisch, ja. Ja, ja. Man ist einfach langsamer. Ja, ja. Gut, tipptopp. Wie geht es mit Bruno weiter? Die Gruppe ist groß. Es braucht 2 Bergführer, um sicher durch die Woche zu kommen. Nach 3 Stunden ist der Col du Chardonnay in Griffnähe. Das Tor zu den Walliser Alpen.
2323 Meter sind erreicht. Die Grenze zwischen Frankreich und der Schweiz. Dahinter ein steiles Kulbach. Den Karabiner lösen und der zweite Teil ist nicht so steil, du drüber kannst Fixseil haben. Mit beiden Händen runterlaufen. David sichert die Passage mit einem Seil. Muss einfach nicht ganz schnell runterlaufen. Jolanda macht den Anfang. Am Anfang ist es gerade ein bisschen steil. Nein, ohne können sie länger am Fixseil nachgehen. Seil frei! Merci, kannst du jetzt gemütlich runterlaufen? Ja, ist gut. Für Jolanda ist der Abstieg kein Problem, denn sie ist SRC-Tourenleiterin. Lade gemütlich runter. Das kann ich gut. Ja. Als nächstes ist ihr Vater Paul an der Reihe. Gut, ja, schön Bretsch da. Ja. Der Paul wird das erste Mal abseilen. Nein. Nein, schon ein paar Kilometer abgeseilt. Und der Papa? Ja, das kommt gut. Der Abba und so, das ist für ihn nicht so schlimm. Für ihn war das Schlimmste heute Morgen, die blöde Abfahrt, einfach das Pickelhärte. So, geht gut? Ja, ja. Oben wartet Peter. Nervös, aber zuversichtlich. Gut. Du hast ja schon abgesehen. Nein. Das ist nicht nur eine Visitenkarte für mich, sondern auch eine für dich. Das stimmt, ja. Hast du das Zettel richtig zu? Gut. Nee, du musst einfach schön ein bisschen aufrecht stehen, ein bisschen breit laufen und zurückgehen. Geh jetzt am Anfang schön langsam. Ja, gern. Gut. Gib mir alle Mühe. Und die Richtung? Genau. Kommt gut? Kannst du mal ein bisschen aufschauen. Du musst nicht auf die Füße gucken. Das ist aber rein, ja. Gut. Gut, Peter! Super, Peter! Ja, ich fahre schon gern verschiedenes. Aber es wäre sicher eine Herausforderung. Es wäre jetzt nicht etwas völlig Alltägliches. Aber für das sind wir ja ein bisschen da. Die Olympiasiegerin bringt sich in Position. Als einzige wagt Dominik Giesin die Abfahrt im engen und steilen Kulbach. Fahren! Da jetzt all die Steige auf. Ein Sturz am Anfang der Tour wäre verhängnisvoll. Aber Dominik ist sich solche Passagen gewohnt. Vom Freeriden in ihrer Heimat Engelberg. Jolanda nutzt derweil die Pause für eine SMS an ihre zwei Kinder. Ja, mal schnell schauen, ob es den Kind gut geht. Dann mal schnell ein Küsschen schicken. Die Bilder gehen nicht raus, aber mindestens mal schnell ein Küsschen kommen von mir. Die Auszeit, die habe ich gesagt, wenn ich die Chance bekomme, das nehme ich mir jetzt. Die Mutter hat gesagt, hey, mach's, wenn du die Chance bekommst, ist gut, mach's. Und es war dann schon immer wieder so ein bisschen, als soll ich wirklich, darf ich das als Mutter? Aber ja, ich bin jetzt da und das ist gut. Und dem Kind geht es sicher auch gut. Die Gruppe ist jetzt seit 5 Stunden unterwegs. Die Sonne brennt auf den Gletscher. Es geht hinauf zum nächsten Felsübergang, zum Fenêtre du Salina. Das ist das Rechtsloch da, hast du gesehen? Vorbei an offenen Gletscherspalten. Ein Fehltritt kann fatale Folgen haben. Geht's, Paul? Ja, geht's schon. Achtung, man muss ja nicht, dass du gerade noch abrutschst. Ja, warte noch. Du mal aufstehen, ja. Dann schau mal heim. Jolanda hilft ihrem Vater. Dass er ein gerade kommt. Ja, Schiel sollte draußen sein. Ja, Moment. Da ging es eben besser. Ja, vielleicht hat es besser. So, jetzt. Oder? Ja. Probier mal, sonst müssen wir aufbinden. Ja. Das ist gut, Mann. Ja, das geht nicht. Gut. Zu
Zur Sicherheit zieht die Gruppe die Steigeisen an. Es folgen weitere 100 Meter steiler Aufstieg. Bis zum Fenêtre de Salina. Und es ist erst der zweite Tag der Tour. Vater und Tochter sind die Ersten. Super. Wie geht's, Bruno? Ja, aber es kommt schon. Aber ich kann doch ein bisschen ja, mit der Hitze so. Es braucht man schon, aber es kommt schon. Schau, der Peter kommt. Peter, komm aufstehen. Gut, ja, es ist länger zu laufen, wenn du aufrecht bist. Komm noch drei Schritte. Ja. Schön an. Ja. Ah, es ist sehr streng. Ja, ja. Alles gut, aber streng. Bruno Jelk, der Mann, der es ein Leben lang gewohnt war, auf der ganzen Welt Leben zu retten, musste im Aufstieg sein Gepäck abgeben. No, wie geht's dir? Ja, mühsam, gell, so. Ja, ich probiere dir den Wechsel mit dem Aspirant, das bringt mehr, weißt du. Also ich gehe noch auf den Spitz da. David plant derweil eine zusätzliche Klettertour. Der Mittlerer, ja, der Mittlerer. Der geht ganz so da rauf, he? Ja, ob ist der Felskletterer. Meinst du, mache ich? Ja. Ich und Beto 2 Stunden. Oder ist schon noch wieder die nächste Bibliothek? Ja, morgen ist schon noch. Komm noch einfach mit. Nicht alle haben sich für den zusätzlichen Gipfel entschieden. Bruno fährt mit Paul und Peter über den Gletscher direkt zur Cabane du Triomphe. Während die anderen wieder aufsteigen, zur Aiguille du Tour. Es ist unterdessen Mittag. Nach dem eiskalten Morgen herrschen jetzt Sommertemperaturen auf 3000 Metern Höhe. Die Trinkflaschen sind fast leer. Der Proviant gegessen. Auch Olympiasiegerin Dominik Giesin kämpft in der Hitze. Auch das ist nicht aus dem Lehrbuch. Und die Kletterpartie steht noch bevor. Jetzt muss ich etwas trinken. Ich habe so einen Durst. Peter, Bruno und Paul sind fast schon am Ziel. Die Cabane du Triomphe ist ein alter Steinbau, die erste Hütte auf Schweizer Boden. Übernachtet wird auf 3170 Metern. Bruno, ist gegangen? Nein, nicht, ich kann mich nicht erholen. Ich kann nicht erbrechen, weißt du? Nicht verbessert mit dem Laufen. Ja, nein, oder? Ich muss einfach morgen sagen, dass ich einigermaßen nah bin, gell? Als erfahrener Bergführer kennt Bruno die Strapazen der Ohrtrut und weiß, wer nicht hundertprozentig fit ist, kann die Tour nicht durchstehen. Ich habe gedacht, ja, die Woche ist noch lang. Darum heute genug. Paul? Für mich. Für mich ist es einfach, weil die Woche noch lang ist. Oder? Und den Gipfel den muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Weil ich muss meine Kräfte noch ein bisschen schonen für die ganze Woche. Oder? Ich muss ein bisschen einteilen. Und morgen gibt es auch wieder einen happigen Tag. Ich hatte 2 Hüftoperationen. Und das ist dann, dort habe ich einen rechten Rückschlag bekommen. Und ich habe natürlich schon ein Training eingebusst. Und das merke ich auch. Und also er redet von Kräfteteilen, das merke ich auch. Das ist ja mit 56 nicht mehr so, wie es mal war. Ganz klar. Ja. Inzwischen ist David mit seiner Gruppe kurz vor dem Gipfel. Schön. Im Sommer. Alle sind mitgekommen. Auch Carmen. Ja.
Weißt du, es war, wenn ich hier aus der Gosse trinke? Darf ich aus dieser Pfütze trinken? Nein, ich mache es noch nicht. Komm, du jetzt mal. Trink einfach. Also, ich trinke einfach. Du kannst du schlecken? Noch Molch da unten rein. Was? Nicht im Ernst? Nein. Nach über 7 Stunden ist schließlich der erste Gipfel der Tour erreicht. Gratuliere. Ja, danke vielmals, ganz gute Besserung. Und so sicher sehr mag, gell? Und danke dir auch vielmals, gell? Schweren Herzens hat Bruno entschieden, mit dem Helikopter, der für Kamerateams und Transport zuständig ist, ins Tal zu fliegen. Er hofft, dass er sich in Zermatt erholen kann, um vielleicht später noch einmal zurückzukommen. Währenddessen genießt Davids Gruppe die erste lange Abfahrt vom Tag. Nach über 8 Stunden werden die Gipfelstürmer in der Cabane du Trion erwartet. Zeig mal so. Nein, ja, dann machst du es fertig. Nein, im Gegenteil. Habt ihr ein Bier wählen? Habt ihr ein Bier wählen? Ja, Hauptsache etwas zu trinken. Ja, also, das Cookie gibt's. Aber da könnt ihr die Ski abziehen, weil wir es nachher abtragen. Da unten könnt ihr es abziehen. Wir sind Schatz. Hey, da. Oh, danke. Super. Danke. Hey, bravo. Merci. Zum Wohl. Merci vielmals. Bravo! Danke. Ajo, zum Wohl! Ja, tschüss! Ja, es ist einfach so heiß. Wirklich abartig. Ich bin nicht gemacht für die Wärme. Für 5 Minuten nicht zu kalt zu haben, morgen habe ich jetzt 6 Stunden zu heiß gehabt. So lehrt man es. Und der Ralf. Gut. Der Ralf, das ist ein Kamel, der braucht. Der sieht vorher, wir können die 3 Tage auch nicht zu trinken sein. Ralf Weber, der Bergführer, der für das Filmteam zuständig ist, hat sich Carmen angenommen. Das war sicher heiß. Ja. Ja, das wundert mich nicht. Du, danke vielmals. Merci. Gerne. Danke dir. Alles Gute, hast du es geschafft. Oh, jetzt haben wir es gerade erklärt. Hoppla. Kehr dich mal. Nicht halb so weit. Hey, hast du es geschafft? Bravo. Ja, gratuliere. Merci. Ich bin 2-3 Mal so. Vom psychischen her während dem Überlauf habe ich wirklich gerade mal ein bisschen Mühe gehabt. Also ich habe Mühe, wenn ich angesagt bin an anderen Leuten. Das ist so ein bisschen platzangstmässig, nicht können weg ausweichen. Und dann ist es wirklich recht steil darab gegangen. Und die Höhe ist jetzt auch nicht mein Ding. Beim Fliegen habe ich das super gefunden. Ja, und auf ja Bahnen alles, und alles ist es gleich. Ja. Aber da ist dann wirklich habe ich ein Mühe gehabt. Danke. Ja, gratuliere. Auch CEO Severin Moser genießt die Pause. Hast du bis jetzt deine Mail gecheckt? Nein, ich habe noch nicht gecheckt. Und was machst du jetzt? Jetzt? Schau mal, aber ich habe gesehen vorhin, ich habe leider keinen Empfang. Das heisst, für die Mails müsste ich dort auf den Hogeruhr steigen. Was mir noch nicht können durchringen. Noch nicht? Aber noch nicht, vielleicht gar nicht. Und dann habe ich aber geschaut, es hat 23 WhatsApp. Aber die meisten sind privat, nicht vom Geschäft. Aber es hat ein paar Geschäftliche dabei. Severin Moser ist ehemaliger Zehnkämpfer und trainiert noch heute täglich. Als CEO bei der Allianz Schweiz führt er 3.500 Mitarbeiter und hat sich vorgenommen, in dieser Woche keine Mails zu beantworten. 38 Mails sind in zwei Tagen. Mhm. Ist nicht so schlimm, oder? Eigentlich habe ich fast ein schlechtes Gewissen, wenn ich ehrlich bin. Ja. Sicher. Ja, wenn ich jetzt denke, die anderen sind irgendwie in einem Sitzungszimmer und machen eben diese Sitzung irgendwo da unten im Dunst oder so. Wir haben da oben so ein tolles Wetter, so ein Panorama. Ja, man darf sich ja selber auch nicht zu wichtig nehmen im Ganzen. Ne? Man ist ja ein Rädchen in diesem ganzen Rädchenwerk drin. Und natürlich hat man eine exponierte Funktion und wahrscheinlich auch eine wichtige Funktion. Aber man ist doch, jeder ist ersetzbar letztlich. Und wenn man sich nicht allzu wichtig nimmt, dann kann man auch mal so eine Woche überstehen. Zu ersetzen ist im Team Bergführer Bruno Jelk.
Jetzt haben wir einfach ein Problem. Der Bruno hat nicht müssen verlassen. Mit dem Magen und. Aber das ist jetzt einfach so. Aber wir sind jetzt gleich weiter. Jetzt haben wir das ein bisschen besprochen und gesehen, mit auch noch erfahrene Berggängerin dabei, Jolanda. Sie, wenn wir zwei Seilschaften machen, ist einfach sehr Seilführerin von der zweiten Seilschaft. Ist das gut für dich? Das ist gut für mich. Und ist das gut für euch? Ja. Ja. Aber morgen tun wir schon ein probieren, Ski zu fahren. Und nicht nur zu traversieren. Ist das gut? Super. Passt das? Ja, das passt. David will mit SRC-Tourenleiterin Jolanda vorerst alleine weitermachen und hofft, dass Bruno wieder fit wird. Am nächsten Morgen ist um 4.30 Uhr Tagwacht. Jeden Tag übernachtet die Gruppe gemeinsam in einer anderen Hütte. Der Ablauf des Morgens folgt einem Ritual. Zuerst den Rucksack packen. Das Gepäck für eine Woche tragen alle selber. 10 Kilo inklusive Steigeisen und Pickel wiegt ein Rucksack. Bevor es losgeht, findet die Kontrolle der Lawinensuchgeräte statt. Das Wetter ist bisher stabil und auch die Prognosen sehen gut aus. Die kalten Morgenstunden sind wichtig und geben Sicherheit. Die Gruppe muss gegen 14 Uhr in der nächsten Hütte sein, da es am Nachmittag wieder heiß werden soll und damit die Gefahr von Nassschneelawinen steigt. Jeden Tag, immer weiter, nie ein Tag Ruhe, in über 3000 Metern Höhe. Das ist eine der Herausforderungen der Utrut. Grusig, hä? Au. Aber da muss ich auch ein bisschen Zeit. Das ist schon ein bisschen steil. Du, David? Ja? Schnell die Steigeisen anlegen. Ja, das ist nicht für die Paar. Da unten sind 20 Meter, dann ist gut. Die Gruppe wird bereits am frühen Morgen von einem Steilstück voll vereister Spuren überrascht. Geht das? Ja, nicht so gut. Hä? Nicht so gut. Jetzt kommen wir mal noch hier runter. Ein harter Einstieg in den Tag. Nicht nur für Paul, der schon gestern an einer ähnlichen Stelle gestürzt ist. Ja, das ist jetzt was Trub, oder? Wenn man gerade von Anfang an anseht, dann ist es gerade schon so ein bisschen puh, gut. Ja. Jetzt habe ich sie nicht mehr gesehen. Nein, ja, also mit diesen schönen so ein Gefühl auf dem Kudel drüber, wenn das Seil ist. Ich nehme es jetzt in die Hand. Wenn es jetzt müsste sein, würde ich es schon noch überleben. Keine Frage, das geht, aber Spass macht das nicht. Aber genau. Frenzi auf den Platten befürchtet, dass sich die Tourenbindung durch einen Schlag öffnen könnte und wählt auch das sichere Seil. Wieder ist es Dominik Gysin, die als Einzige die Abfahrt wagt. Ja, ja. Es ist schon voll hart. Ja. Richtig voll hart. Du bist ja gewohnt, auf so harten Zeug zu fahren. Ja, aber nicht mit solchen Hindernissen zwischen denen. Ich habe gesagt, die Pistenfahrer hat versagt heute Nacht. Es war ein bisschen gefürchtet, steil, ja. Schon der Moment, um lernen, Mutter zu sein. Aber jetzt ist es schön.
jetzt wird es ein bisschen weicher. Ich glaube, bis wir da noch dran Hand können fahren, ist Sulz. Die dritte Etappe führt von der Cabane du Trion auf den Col de la Grande Lui. Eine lange Abfahrt bis hinunter ins Tal nach La Fouly. Dann mit dem Bus nach Verbier und mit der Bahn wieder hoch zur Cabane Montfort. 600 Meter Aufstieg und 1700 Meter Abfahrt sind heute zu überwinden. Es ist das Erlebnis der Skitour, aber auch die Ruhe, die Einsamkeit, die alle auf der Haute Route gesucht haben. Für eine kurze Zeit aus den Verpflichtungen des Alltags ausbrechen. Sich Zeit dafür nehmen, wovon man geträumt hat, und dem Leben ein neues Kapitel hinzufügen. Wieder sind es lange Aufstiege, mit Fell und Ski, über weite Gletscher, steile Couloirs, die nur mit Steigeisen zu bewältigen sind. Okay, gib doch. Fell wegnehmen, Steigeisen anlegen, Ski auf den Rucksack binden. Und das Stück auf den Rucksack und den Pickel. Die Yolanda und die Severin und die Franzi machen so eine Schaft. Und der Rest mit mir. Yolanda, die heute für Bruno eingesprungen ist, nimmt die erfahrenen Berggänger ans Seil. Ja. Ja, coole Sache. Schön dort rauf. Lässige Leute am Seil. Es läuft etwas. Die Laune? Ja. Ja, ist besser als noch vor einer halben Stunde. Ich habe es auch ohne Buchen geschafft. Aber ich merke es schon recht. Gut, ich bin auch ein bisschen sausig. Ich würde sehr gerne jammern, das müssen wir ganz klar sagen. Bin ich ehrlich. Jetzt geht's so. Lacht, he? Brennt sich auch immer blöd schnarren, das ist ihr Vorteil. Sie ist glaub, noch so am Limit und sich auch noch irgendetwas rausbringen. Ja, wie sie Jammer ist, nachher zu grinsen, gell? Vor ihnen liegt nun das 200 Meter steile Couloir über den Col de la Grande Lui, die heutige Schlüsselstelle. Achtung, warte da, der Berg ist rund. Der Hang ist steil, furchteinflößend für jene, die nicht gewohnt sind, mit Steigeisen zu gehen. Gut, kannst du kommen, dort am Seil haben. Heute ist David als Bergführer besonders gefragt. Nicht am Seil haben, Peter. Er hat die weniger erfahrenen Berggänger am Seil. Yolanda folgt in sicherem Abstand mit Franzi und Severin. Ist gut, kommen wir weiter? Nein, gerne eine Sekunde, bis ich den Reissverschluss zu habe. Hier kannst du gut sichern, Yolanda. Ja, gut. Achtung, Stein! Gut, ja. Gehen wir immer weiter. Nein. Super, Peter. Komm, nimm mal weiter. Halt noch Füße, Achtung, ohne Seilstoss. Gut. Das geht gut.
brüchigen Fels kein Problem. Ja? Mit dem brüchigen Fels? Nein. Du musst gerade wieder warten, bis dir das sagen. Gut, du kannst kommen. Das passt so, dass ich sage. Ja. Das Gefühl, ich mache das sehr ruhig und das gibt mir nachher auch Ruhe. Du kannst gehen, sobald das Seil gestreckt ist. Ja, das finde ich schon noch cool, wenn es in einer Schwierigkeit ist, wo ich mich sehr wohl fühle und die Kapazität da ist, wo ich noch für andere schauen kann, finde ich das schon etwas Cooles. Wenn sich, kommen auch. Wie? Kommen auch. Ruhig und gelassen hat Yolanda ihre Seilschaft durch die steile Flanke geführt. Wie lange haben wir jetzt drüber gehabt? 20 Minuten. Länger als eine Stunde. 20 Minuten. Weg mit den Steigeisen. Was nun folgt, ist das, worauf sich gerade die Skirennfahrerinnen am meisten gefreut haben. Endlich eine lange Abfahrt. Von 3500 Metern bis ins Tal auf 1600 Meter. Über die weiten Flächen des Gletschers. Bergführer David Fasel fährt mit Dominik, Frenzi und Severin vorne weg. Bergführer Ralf Weber folgt mit Yolanda und der zweiten Gruppe. Die schneebedeckte Fläche des Gletschers ist tückisch. Immer wieder tauchen unvermittelt riesige Spalten auf, die für die Gruppe schwer einsehbar sind. Ui, ja. Mega. Ja, das sieht schön aus. Das ist da hinten im Kopf. So Zeug läuft mir auch. Ja. Ja, da ist es ein bisschen schwerer geworden. So, zeitweise tut sie fast unser Schuh, ja. Gell? Ja. Wir haben so beinahe alle so, dass wir den Rucksack da hinten getastet haben. Gut, ich habe einen Helm dabei. Ja, aber der Sahara-Staub, gell? Ja, hören, gell? Eine Stunde hat die Abfahrt von über 3000 Metern bis ins Tal nach Lafuli gedauert. Jaxi, hast du mich fertig gemacht im Skifahren? Ja. Ah, danke. Yolanda, danke vielmals. Ja, merci Yolanda. Gut geführt. Sind wir so ein bisschen in der Hälfte? In der Hälfte von der Odrut? Ja. Würde ich mal sagen. Noch nicht ganz, aber. Was wird jetzt morgen der schlimmste Stand? Nein, nein. Obermorgen? Nein, no, nein. Das gibt keine Ahnung. Aber sehen wir, was macht er bis jetzt so? Ist, gefällt noch das? Oder hat er am liebsten heute abbrechen und hingehen? Oder wird das noch durch sein bis auf Zermatt? Ja, sicher ziehen wir das durch bis Zermatt. Schon, oder? Ja, aber ist es ein Müssen oder ist es, macht noch Spass? Es macht sehr Spass. Wir haben ja goldige Bedingungen. Ja. Aber hat sich das so vorgestellt, oder? Oder ist es anders vorgestellt, weniger streng oder strenger? Oder? Die Passage mit Abseilen und so Sachen hätte ich mir jetzt weniger vorgestellt. Oder die... Also du hast gar nicht erwartet, dass es so etwas gibt? Habe ich irgendwie eine Frage? Nicht so extrem. Nein, nicht so extrem steil. Nein, das geht mir gleich. Es ist dann gut gegangen, es war in der Ahnung. Aber ja, oder zum Beispiel mit den Steigeisen drauf und mit den... Also jetzt wie heute am Morgen? Ski, ja, also ja. Mit den Ski auf dem Rücken. Das habe ich mir schon vorgestellt, aber es war ja gleich relativ steil. Also wenn du einmal hinter Ski kurz einen Ausschritt gemacht hättest, dann nachher wärst dann hättest du uns gehabt. Genau. Normalerweise. Ja. Aber das gibt ein bisschen Abwechslung, nicht? Mhm. Sonst, wenn wir dann nur immer mit den Läufen mit den Feldern, Paul. Hast du dir das so vorgestellt, oder? Ja, du hast es schon vor 50 Jahren mal gemacht. Ich habe das schon gut kennen. Schon, hä? Oder ich habe das gekannt vom Zberg. Ja, ja. Einzig einfach die Abfahrt gestern, die ist einfach doch her gewesen. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Was ist das? Aha, ja, morgen. Ja, ja. Aber heute ist es gegangen. Heute ist gut gegangen.
da, wo man die Seile hat, da. Gut, am Anfang hast du gerade ein bisschen... Ja, dort oben runter. Ja, ja. Aber mit dem Seil war es gut. Ja, mit dem Seil. Ja, ja. Ja, das hat man gesehen, bist also ein bisschen... Du bist nicht mehr 35-jährig, hat eine Hüfte. Ja, also gut, das ist einfach so. Dann gehen wir weiter, oder? Ja, sag du, bist du ich bin. Mach's gut, ich würde gerne mit euch auf Zermatt. Ja, gibst du noch einen Kuss von mir? Ja, ist gut. Ja, das ist sowieso. Ja, gut, also. Tschüss, merci, ciao. Ja, ist gut, ciao. Sie sind am Spielen, sie haben auf jeden Fall keine Zeit für die Mama. Das ist ein gutes Zeichen. Jolanda ist seit 3 Jahren alleinerziehende Mutter zweier Buben und war in all dieser Zeit noch nie länger von ihnen getrennt. Weiter geht die heutige Etappe per Bus nach Verbier, dann mit der Bahn ins Skigebiet von Montfort, zur Montfort-Hütte auf 2457 Metern. Die Hütte steht mitten im Skigebiet und ist mit allem Komfort ausgestattet. Hallo? Familie, hallo. Hallo. Hier sind, glaube ich, 4, wenn ihr Foto macht. Ah, okay. Also liegt das gut. Dann wo haben wir noch eins? Links. Ja, schau schon die Hose im Weg. Nur ein bisschen, gell? Ja. Du bist, glaube ich, da. Sie haben keinen Platz mehr für mich, weil der Papi von der Jolanda auch dort ist. Ich muss mir bei mir vorlieb nehmen, leider. Also komm mal. Ich kassle halt wieder. Nein, du darfst zu den Ladies natürlich gehen. Nach 3 Tagen eine erste Dusche. Das wäre ganz nicht weiss. Oh, ich muss zuerst Wasser haben. Ja, da kommst du auch über. Beides. Zum Wohl miteinander. Es war ein mega schöner Tag. Zum Wohl. Ja, danke. Zum Wohl. Schöne Idee. Zeit zu entspannen. Oder wie im Fall von Dominik Giesin und Frenzi Oftenblatten, auf ihre Beziehung als Weltcup-Fahrerinnen und Konkurrentinnen zurückzublicken. Ja, ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an. Also, wir sind nie extrem nah. Genau, und jetzt vielleicht es ist wie im normalen Leben auch. Also, ich glaube, mit gewissen ist einfach wirklich, wird es wirklich eine Freundschaft und bei anderen kommst du gut uns. Aber es ist halt nicht gerade so, dass wir zusammen wären in die Ferien kommen. Nein. Oder? Es ist so wie im Job. Also mit gewissen Schnäufeln mit anderen. Ja, es ist ja auch ein Job. Aber glaub ich, auch generell ist schon speziell, dass auch mit ihnen, wo man ist gefahren, hast halt nachher schon wenig Kontakt, weil irgendwie das Leben hat sich halt vorher am gleichen Ort abgespielt und jetzt ist man halt verstreut. Habt ihr halt noch eine andere Seite jetzt kennengelernt? Ich meine, ihr habt euch vorher eigentlich schon gut kennt. Ja, das. Ja, ich glaube, es ist schwierig noch etwas. Oder etwas zu relativieren von vorher oder so irgendwie, ist eben nicht. Ja, es ist einfach gechillter irgendwie. Schon gechillt, aber ich weiß nicht, ob wir ein bisschen älter sind, oder? Ja. Also, prinzipiell ist mal der Konkurrenzdruck weg. Genau. Der ist weg, oder? Und ich meine, auch wenn. Ich sage, wo sie ist Olympiasiegerin wurde. Und ich konnte das Rennen nicht mal fahren. Das war einer der tofferen Momente. Aber nachher musste ich wirklich sagen, ja, weißt, die Leistung war einfach geil. Sie da genau ihre Stärke an diesem Tag wirklich voll ausspielen. Und dann musst du einfach sagen, ja, jetzt hast du die Hüte. Und das hilft dir ja dir selber auch, mit dem umzugehen, wenn du es dem anderen kannst gönnen, oder? Das ist, ich glaube, etwas, was ich für das Leben auch gelernt habe, dass ja, das dir keinen Gefallen machst, wenn du es jemandem missgönnst. So. Ich meine, wenn Franzi jetzt das sagt, dann bedeutet mir das natürlich sehr viel, weil sie weiss ganz genau,
was die Leistung war. Und das ist schon eine mega Lebensschule. Ja. Dass mit dem ja, lernst du umgehen. Auch die Gruppe wächst durch die Herausforderungen und gemeinsamen Erlebnisse auf der Haute Route immer mehr zu einem Team zusammen. Nur einer fehlt: Bergführer Bruno Jelk. Jetzt nimm Bruno noch telefonieren. Bei Bruno geht es nicht gut. Er hat den ganzen Tag auf das WC und Zeugs. Wir haben gedacht, wir können ihn vielleicht noch einfliegen. Ich sehe, heute ist das tiptop gegangen. Aber wir haben uns gleich entschieden, immer gleich eine relativ grosse Gruppe sein, noch ein bisschen verschiedene Niveau. Also vielleicht kommen wir mal, könnte ich etwas ein bisschen teilen, etwas an Gipfel machen oder so. Dass wir gleich um jemanden brauchen, der mir ein bisschen hilft. Nein, wer liegt auf der Hand? Keine Ahnung. Morgen geht es länger. Die längste Tour. Aber jetzt haben wir ein Fondue gegeben. Am 4. Aufstand, 5. Uhr. Die morgige Tour beginnt auf der Cabane Montfort mit einem ersten Aufstieg auf den Col de la Chaux. Es folgt die Rosa Blanche auf über 3000 Meter. Und danach eine lange Laufpassage am Lac de Dix bis zur Cabane de Dix. Mit 9 Stunden, 17 Kilometern und 1800 Metern Aufstieg ist es die längste Etappe der Haute Route. Na, hier auffällen, hier ist der mühsame Teil. Da müssen wir beißen. Es wird warm sein und gibt es so flach hinter. Lang. Wo ist der? Lang. Im Sena. Im Sena, ja. Zwei. Ja, bis zur Hütte. Tagwacht ist um 4 Uhr. Die erste Etappe für den langen Tag startet auf der vereisten Piste des Skigebietes. Licht aus, jetzt schlafen wir. Die Wettervorhersage ist immer noch gut. Doch in den nächsten Tagen kündet sich eine Schlechtwetterfront an. Im Tal sammelt sich die Feuchtigkeit in den Wolken. Erste Blessuren machen sich bemerkbar. Ja, klar. Aber wir reden nicht drüber. Ja, ich meine, jetzt sind wir wahrscheinlich nicht einmal eine Stunde gelaufen, drei Viertelstunde. Und schon anfangen über Blatter zu reden, wenn es 9 Stunden geht, dann nimmt ein böses Ende. Es ist inzwischen der 4. Tag auf der Haute Route. Über 24 Stunden mit Tourenski und Steigeisen hat die Gruppe bereits in den Beinen. Jeder kämpft für sich und versucht, seinen eigenen Rhythmus zu finden. Denn heute ist nicht nur der längste, sondern auch einer der härtesten Tage. Nicht nur körperlich, sondern auch mental. Ja, weißt du, es geht noch weit. Ja, ja, ja. Lieber laufen, wenn es noch nicht so warm ist. Ja, 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 ist schon gut. Ja, ja. Lieber laufen, wenn es nicht so warm ist, und schnurren, wenn es warm ist. David drückt schon früh morgens aufs Tempo. Gegen Mittag wird es wieder heiß. Hinter der Bergkette ist der Lac de Dix, der direkt in der Lawinenzone liegt. Jacke abziehen, hä?
die Jacke abziehen. Wo geht's weiter da? Ja, da ist also weiter aufwärts. Aber kannst du jetzt sehen, das ist jetzt ein bisschen flach da. Und der Rosa Blanche ist der Spitz da vorne. Um vor Lawinen in der Fläche des Lac de Die sicher zu sein, will David den Gipfel der Rosa Blanche in 2 Stunden erreicht haben. Ich schicke ein paar Rötteli an. Alles nass, echt, das ist schon grüssig. Ja, jetzt hast du die Kappe nicht abgezogen. Ich bin genau so gleich nass geworden. Du musst immer noch so ein bisschen Potenzial haben, steigen. Du musst immer noch die Möglichkeit haben, etwas zu verbessern. Wie im Velo, nie der leichteste Gang drin. Ja, genau. Einer muss man immer noch reden. Reserven, die am Morgen beim frühen Start nicht alle zur Verfügung hatten. Es geht etwas besser und ich glaube, ich habe herausgefunden, an was es liegt. Es ist mehr im Kopf, die Beine mögen schon, es ist mehr im Kopf. Plötzlich taucht dann die Frage auf, so wie im Auflaufen, was mache ich eigentlich? Die Frage nach dem Sinn. Und dann hat es einen Haufen gute, durchtrainierte Leute, die Sportler sind, die einfach mögen schwätzen nebendran. Und ich denke, eigentlich möchte ich mitschwätzen, mag aber nicht. Dort fällt mir dann wirklich der Fuß. Und dann fängt es an, so Tränen im Kopf. Wer bin ich? Was mache ich da überhaupt? Und gehöre ich in die Gruppe oder gehöre ich nicht in die Gruppe? Und wieso mag ich nicht mitschwätzen? Und dann fängt es an, raspeln. Das kenne ich. Das kennen wahrscheinlich ein Haufen andere auch im Kopf. Und dann muss ich das bewusst wieder abstellen und sagen, hey, es ist ein Paradies. Schaut um, es ist so schön. Und dann geht es auch wieder und dann kommen die Stimmen wieder und dann hängst du es wieder ab und dort in dem bin ich jetzt. Laufen. Nur laufen. Alleine mit sich, der Natur und seinen Gedanken. Stundenlang im gleichen Trott. Keine Ablenkung, nichts. So Bewegungen, so wie dass zum Beispiel der Ellbogen ein bisschen mehr Luft bekommt. Also leichte Genusssachen. Ein bisschen abwechseln. Den Takt. Dass ich vorne da nicht reinlaufe. Und dann wieder schaue, dass ich schön tue. Schieben. So immer ein bisschen im Kreis rundherum. Das geht gut. Ich habe das Gefühl, so der dritte, vierte Tag wird immer besser mit der Höhe. Akklimatisieren und ein bisschen viel fürs Material hat man wieder und geht eigentlich eher besser wie am Anfang. Ja, ich sage jetzt, ich gehe mit grossen Schritten meinem Heim entgegen. Dass, ob jetzt in der Traverse oder anders. Aber es rückt jetzt schon näher, das ist schon cool, ich freue mich. Immer näher kommen sie der Rosa Blanche und ihrem Ziel Zermatt. Jetzt sind wir aber näher, komm her, Dolly. Ja, ja. Oh, es nachher, es nachher. Jetzt nachher. Jetzt geht es mir besser als gestern. Weit in der Ferne das Matterhorn. Da haben Blanche gesehen, gut, da weiss er so, wie sie rochnet. He? Ja, ja, genau. Eine Schmine, das Matterhorn. Ja. Da haben Blanche, bin ich nicht, da haben der an. Da haben der an? Ja, warum? Das sieht ja aus wie ein Vulkan. Ja, genau. Hast du gesehen, Carmen? Das ist der einzige Vulkan, den wir hier in der Schweiz haben. Der, der hier rufnet. Ist nicht das AKW dahinter? Nein. Da kommst du aus Masse. Ja. Nein. Gang dir an. Ja, falsch. Kann ich jetzt hier aufschauen? Dann brauche ich jetzt das, was ich schon gelernt habe. Aber das schaffe ich. Das ist gut. Gute Leute, gute Bergführer, gute Motivatoren. Es wird klappen. Noch liegen aber über 2 Tage vor ihnen,
bevor sie das Matterhorn erreichen. Der Weg führt weiter über die Besteigung der Rosa Blanche. Weit unten im Tal, im Nebel, liegt der Lac de Dis. Mein Bäckchen ist einfach zu kurz. David klettert wieder voran. Ralf folgt mit der zweiten Gruppe. Wir sehen, wenn wir links schauen, sehen wir, wo wir nachher runterfahren. Ich schaue nicht. Hier oben. Ja, Ralf, du hast zwei mit leichter Höhenangst am Seil. Die sind leicht desinteressiert. Wir können in den Nebel rein, gell? Gehen wir in den Nebel, ja. Das ist das Auflaufen. Gut, sollen wir weiterlaufen? Langsam, ja. Okay, wie lange sind wir noch? Schon fast oben. Gemeinsam erreichen alle die Rosa Blanche. Bravo. Schön gewesen. Gut geblieben. Cool, cool. Grenze. Bravo. Merci. Gut. Super gewesen. Danke dir. Super gut. Auch mit dabei der 72-jährige Paul. Super. Bist du stolz auf den Ball? Ja, sicher. Du. Super Leistung, die er da macht. Das ist genial. Schön, kommen die auch mal. Ja, ja. Ein kurzes Genießen und weiter geht es hinunter in die Fläche entlang des Lac de Dis. Die Gruppe ist inzwischen seit 6 Stunden unterwegs. Der Nebel hat sich aufgelöst, die Mittagshitze drückt. Severin zieht mit Dominik Giesin vorne weg, gefolgt von Peter. Es ist heiß und haben schon lange Tage die Knöchel, aber es geht. Wenn man einfach so mit dem Stecken kann einstecken kann, im Nassschnee, dann ist man schon zu spät. Aber jetzt sind wir hier auf der Fläche. Das spielt jetzt so eine Rolle, aber also gerade in jeder Hang fahren müsste man nicht mehr so. Aber jetzt gehen wir hier, ist flach, flach, flach. Und dann sind wir in dem Nordhang rein. Und das ist dann nicht so das Problem. Und dann oben ist wieder flach bis zur Hütte. Nein. Aber da hinten muss man schon gehen. Also viel, viel später müsste man nicht mehr dort durchfahren. Ja, es war ein Strubawinter. Also, ja, irgendwie der Schweizer Alpen. Ich habe jetzt nicht behauptet, aber nicht weit von 30 Toten. Aber eben zum Teil einfach fahrlässig. Ja, ja. Die Natur, das Wetter, sie können über Leben und Tod entscheiden. Wie sich auch auf der Autoroute einige Tage später zeigen wird. Die Gruppe hat sich inzwischen getrennt. David wählt mit Severin, Frenzi, Dominik, Yolanda und Peter die Strecke hoch über dem Stausee, hinweg über Nassschneelawinen. Wird das denn so was, denn fahren? Dreck, wird das denn etwas? Nein, wenn es trocken ist, nicht. Sonst kannst du nachher wieder ein bisschen putzen. Ja. Paul und Carmen sind mit Ralf Weber weiter unten am Lac de Dis unterwegs. Carmen bereiten die Blasen an den Füßen immer mehr Schmerzen. Und noch liegen 600 Meter Aufstieg vor ihnen. Ich glaube, die anderen Mädels machen das. Hey. Die anderen Mädels sind mal gleich. Es wird jetzt einfach noch ein bisschen warm. Und aber ich glaube, das schaffen wir jetzt schon noch. Die 600 Höhenmeter. Die langen Unterhosen abziehen und die wieder drüber an, weil mit den langen Unterhosen würde ich immer schlafen. Was hat das mit dem Schlafen zu tun? Das ist das Deckel. Fast schwitzen, wenn wir nicht schlafen. Ja, das ist doch gleich. Das ist nur so Staub. Gar nicht richtiger Dreck. Ja, weißt du, mir ist das Gleiche, was geht um die Hütte denn? Bist du das erste Mal auf einer Hütte? Nein, aber Paul, ich bin eine saubere, anständig erzogene Toggenburgerin. Da bringt man nicht in fremde Häuser irgendwelchen Dreck, wo man sich aufhört. Das gibt es ja. Im Toggenburg auch noch. Toggenburger sind in meinem Fall. Ja, das ist anständig. Du.
Also was soll ich jetzt machen? Ist alles ein bisschen wüst da, alles zusammen? Ist ein bisschen wüst. Na, also komm jetzt da. Die Füße stinken ein bisschen. Was, Paul? Ja. Meine Füße stinken? Ja. So ein Scheiss. Komm jetzt noch mal, sehr sicher. Nein. Ja, ja, bitte. Ja, komm jetzt wieder den Fuss da. Ja, aber so viel ist auch wieder nicht. Ich habe gemeint, das ist eine saubere Toggenburgerin und dabei stinkst du so. Nein, wenn wir bei den Leuten ins Haus reingehen. Aha. Sicher, ist das bei euch wirklich so ein bisschen... Ein bisschen eingremen könnt ihr. Auch die schnellere Gruppe leidet unter der Frühlingshitze. Ich glaube, das Bild zeigt genug. Es wäre gelogen, wenn ich würde sagen, fit wie ein Turnschuh. 250. Wie viel? 28. Mach keinen Witz, bitte. Mach einfach keinen Witz. Nein, nicht mal 200 Höhenmeter. Gut. Und das ist dir nicht gelogen. Und schlafen die aber heute wie Babys, wenn die nur auf 2,8 sind. Wahrscheinlich haben wir morgen, der linke Oberschenkel ist so. Darf ich sagen, mal da hinten und dann bei diesem Felsen? Bei diesem Felsen so rechts um die Ecke. Gut, und dann sieht man die Hütte durch. Ja. Super. Ja, das super! Sind wir bereit? Sind wir bereit? Können wir gehen? Sind deine Füße wieder gut? Ist das nicht mehr beim Laufen? Nein, ja, ist super. Nein, spüre ich nicht. Nein, hey. Richtig lesen so. Doppelsenkel sind auch kein Thema mehr. Ja, nein, hä? Richtig lesen. Ralf steckt mit seiner Gruppe immer noch unten am Stausee fest. Gerade drüber. Und bremsen. So. Oh, oh, Achtung, Achtung! Doch plötzlich ist die Schneedecke voller Eisschollen und Risse, die schwer sichtbar sind. Paul bleibt in einer Spalte stecken. Da gerade. Oben. Also wo du sollst, direkt zu dir. Scheiße. Das ist ja wieder ein Graben. Ralf versucht, Carmen und Paul sicher durch die Spaltenzone zu lotsen. Oh, Achtung, Moment. Das war wie ein Kinderlang. 1,5 Meter geht einer um, musst du wieder auflesen. Also. Das war jetzt wahrscheinlich noch ziemlich die schlechteste Variante, die man können laufen konnte. Ah, das ist doch gleich. Das ist jetzt ja. Ich denke, das ist etwas kürzer, aber ich glaube, es ist jetzt ein bisschen länger. Die anderen sind dort oben. Erlebt, ist okay. Ja nicht. Die anderen sind dort oben, genau. Ja, ja. Kurz vor dem Ziel und doch noch weit. So, Ziellinie. Flamme Rouge. Und auch Peter ist mit dabei. Er, der am Morgen alles in Frage gestellt hatte. Oh, lass mich mal umschauen. Cool. Cool, das ist zu machen. Selbst Severin kämpft. Wenn man alle Hütte, die kennt, ist herfahren. Wäre immer eine gute Idee. Nach über 9 Stunden kräftezehrender Tour erreicht die erste Gruppe die Gabbern de Dies. Die Arme fallen, die Arme fallen. Das ist ein Kälte. Ja, bravo. Peter, komm noch gerade. Über das Mürli. Wir sind alle fertig. Ja. Bravo. Ja. Bravo. Ja. Ziemlich am Anschlag. Erschöpft. Ist lang gsi. Und heiß. Und heiß. Aber bist du mit der schnellen Gruppe unterwegs? Aber am Schluss. Also, es gibt definitiv eine Formel, wo meine Leistungsfähigkeit mit Aussentemperatur korreliert. Und man könnte auch noch den Windeinfluss einzählen. Der hat mich hier aufgerettet in das Hütli. Und die Nähe zu Schnee hilft auch immer. Gleiten. Ja, der Severin, dem schulde ich 4 Bier.
und jedes Mal, als es ein Lüftchen gegeben hat, wenn wir früher geschirkt sind. Und nein, sonst, das ist, es hat sich gezogen am Schluss. Wer ist das, der Papi? Der Papi? Das müsste der Papi sein, ja. Ja, das ist der Paul. Mein Papi, der macht das so stark, in diesem Alter noch so unterwegs zu sein. Ja, gerade ein bisschen Augenpipi. So. Also wir sind alle da Trampen drauf. Hast du das auch noch wollen? Ja, der Stein ist da. Gemeinsam noch einmal auf der Otrut. Ein Traum für beide. Da wird die Zeit vor zur Pause gehen. Wenn ich denke, dass noch 30-Jährige hinten nachher kommen, bin ich voll zufrieden. Hey, gratuliere. Ja, ja, merci. Nein, es war eine nahrhafte Sache. Ja. Da erholt man sich wieder und dann ist das wieder. Bravo, Paul! Oh, Entschuldigung! Entschuldigung! Bravo, Paul! Bravo, Paul! Du bist unglaublich! Schön, bravo! Ist gegangen? Ja, ja, ist gut. Ja, ja. Aber das waren die Hölle dort unten. Das ist die Bohne. Ja, einmal bin ich weiss drauf. Ich bin gegen den See. Das haben wir gesehen. Ich bin immer rausgekommen. Ja, das haben wir schon gesehen. Nach über 10 Stunden erreicht auch Carmen das Ziel. So, und das ist Schale und keine Cola. So läuft's. Ist das gut? Das ist super. Ja, bravo. Hey, gratuliere. Gratuliere. Hey, hey. Nein, nein. Wir sind vor 2 Minuten gekommen. Ja, ja, die hat die Schuhe noch nicht recht abgezogen. Und das war wie das Leiterli-Spiel. Eins fehlt Fürschi und wieder zwei Rekord. Die Hütte ist voll. Rund 120 Tourenfahrer aus der ganzen Welt sind an diesem Tag Ende April auf der Otrut unterwegs. Von Hütte zu Hütte. Gleichzeitig am gleichen Ort. Ja. Nein, auffällen, 900 Höhenmeter. Nein, eine sehr schnelle Gruppe und eine schnelle Gruppe. Tag 5. Bereits um 5 Uhr morgens geht es wieder weiter. Der Wind hat zugelegt. Die Etappe beginnt in der Cabane des Dix. Es folgt der Aufstieg über die Col de la Serpentine, auf die Pigne da Rolla, auf fast 4000 Meter. Dann hinunter über den Col de l'Évêque, ins Bivouac de Bouctin. Wieder muss die Gruppe eine 8-stündige Tour mit über 14 Kilometern und 1500 Höhenmetern bewältigen. Wir tun noch schnell da auf den Töpfel. Die gestrige Tour hat Spuren hinterlassen. Carmen startet mit Schmerzen. Ja, jetzt zieht es. Also beim Ebenfallen, also nein, eigentlich recht. Flattern? Flattern, ja. Also hinten sind sie so um die Ferse herum. Ja. Hast du mehr Seine? Ja, auf beiden Seiten so mehrfache Angelegenheiten. Ja. Erst war es noch so eine kleine auf der einen Seite, das ist noch gegangen. Und jetzt, ja, haben sie sich ein bisschen Platz genommen. Das Wetter ist noch gut. Doch die Schlechtwetterfront rückt näher. Eigentlich war sie bereits für den heutigen Tag angekündigt. Es ist Hochsaison auf der Otrut.
Wie heute sind im Frühling täglich Skitourengänger aus der ganzen Welt in Gruppen unterwegs, um sich ihren Traum zu erfüllen. Steil bergauf auf dem vereisten Gletscher, dieses Mal mit Harscheisen, den Steighilfen an den Ski, geht es auf den Col de la Serpentine zu. Da sehen wir ja das Matterhorn. Dann ein Stopp vor dem heikelsten Stück des Aufstiegs. Dann gehen wir hier noch flach führen. Dann machen wir zwei Seilschaften. 5 und 5. Nachher oben, hinten ist schön flach. Oder? Ist das Stein? Ja, das ist stotzig. Der erste Teil geht noch. Dann kommst du die Zone schon mal drehen. Aber das letzte Eckli mit den Ski, wenn dort etwas passiert, der ist gerade in einer Rolle unten. Das wollen wir nicht. He? Steil fällt eine Wand aus Fels und Eis Richtung Norden ab. Darüber der vereiste Steilhang zur Pigne da Rolla. Es ist eine kritische Schlüsselstelle. Es ist schon noch so abschüssig, dass man, wenn jemand abrutscht, dass man ihn heben kann. Ja. Du kannst 5 heben? Ja, ich, wenn ich gerade passe, schon. Ja. Wenn wir schön noch zusammen sind, mag das. Vielleicht haben wir schon nicht gerade senkrecht. Also. Und auch mit dem Pickel kann man das schon noch. Sie würde ein paar reagieren mit den Pickel zu bremsen. Ralf und David haben die Gruppe geteilt. Am Seil und auf Steigeisen geht es nun über den vereisten Steilhang. Der Wind hat zugelegt. Es ist kalt. Vorboten der Schlechtwetterfront. Wie nahe Leben und Tod auf einer solchen Tour beieinander liegen, zeigt sich 2 Tage später, als eine andere Gruppe an dieser Stelle in einen Sturm gerät, die Orientierung verliert und 7 Personen in der Kälte ums Leben kommen. So schnell können sich die Verhältnisse ändern. So groß ist auch die Verantwortung der Bergführer gegenüber ihren Gästen, die ihnen vertrauen. Dann können wir uns hier versammeln. Und jetzt auch nach dem gestrigen Tag. Ich habe befürchtet, dass das viel schwieriger wird hier rauf. Das ist aber ganz gut gegangen. Also schwieriger für die Kondition? Ja. 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 Ich konnte mich gut erholen. Und das ist gut. Ja, das ist sehr gut. Es brennt einfach ein bisschen, man merkt es. Und wenn man rausgeht und reingeht, den Ski auch abzieht, das macht schon weh, ja. Aber nicht mehr so wie ganz am Anfang. Es folgen die letzten Schritte auf die Pigne da Rolla mit 3790 Metern, dem Dach der Tour. Bei guten Bedingungen haben es alle geschafft. Paul stand schon vor 50 Jahren zum ersten Mal genau auf diesem Punkt. Ja, es ist sehr sinnig. Ich habe natürlich nie daran geglaubt, dass ich noch mal da raufkomme. Aber es ist herrlich. Wieder nur ein kurzer Rast, denn am Horizont kommen die Wolken immer näher. Ja, jetzt gehen wir wieder, oder? Ja. Und endlich wieder einmal eine Abfahrt, bevor es in die nächste Steigung geht.
Carmen, hast du Zeit, um das Wolfenspiel zu schauen? Oder getraust du dich nicht mehr umzuschauen? Hä? Bist du auf der Schnur? Nein, laufe auf mein Tempo. Klar. Ja, das ist gut. Okay, Tempo. Und Schmerzen? Wie geht's? Kann man dir irgendwie. Weißt du, soll ich vor dir laufen? Das Tempo nehmen? Das Tempo nehmen? Soll ich dich vor dir und das ein bisschen probieren? Also, machen wir doch. Wir sind zügig unterwegs. Kommt gut. Nebel kommt auf. Es stürmt. Doch David kennt den Weg. So, bravo. Tipptopp. Gegangen? Gut, hä? Ja. Nicht zu fahren da. Das Nebel ist ein bisschen zu fahren. Wir fahren hier Richtung Biwak rein, so ein kleiner Gegenaufstieg. Dann sind wir gemütlich im Biwak. Müssen dann noch Wasser, Schnee schmelzen für Wasser und kochen. Und es gibt schon noch Arbeit heute Nachmittag. Merci, Gitsch, fürs Führen. Ja, yeah, merci, Carmen. Tipptopp. Ja, die macht das gut. Ein Schritt langsam, aber sonst ist es immer flüssig. Nein, gar nicht die Beine, die flächern. Ihr Ziel heute ist das Biwak de Bugdon. Ein Biwak, das hoch über dem Gletscher liegt. Es ist nicht bewirtschaftet, verfügt aber über eine Kochgelegenheit mit Brennholz. Für eine letzte Nacht weg vom Rummel der großen Hütten. Und nur noch einen Tag entfernt vom Ziel, dem Matterhorn und Zermatt. Hey. Nein, hey, das ist ja voll geil. Ja, das ist voll geil. Ja, ich habe mich auf das Schlimmste gefasst. Der Wind ist ja voll geil. Viel mehr Platz. Ja, aha. Sonst hast du immer gerade hier so der. Ja, aber warte mal, wenn die da sind. Ja, das ist dann so einfach so noch mal offen. Oh, das geht doch. Da, guck, der Dritte. Kommt schön. Schön. Komm in die warme Stube. Das hat die Asphalte, wenn man will. Ja. Ich weiss nicht, ob es überhaupt mal einen Break gegeben hat mit diesen Handys. Hat es einen gegeben? Ja. Mal am Anfang haben wir nichts gehabt. Jetzt schreibe ich schnell. Er spielt Snake. Wo wir sind. Hast du wirklich durchgezogen? Keine Entscheidung getroffen, nichts, sondern nur angeschaut und. Nur gelesen, ja. Bravo. Genau. Und wieso denn gelesen, wenn du nichts entschieden hast? Dann bist du informiert, dann muss ich weniger nacharbeiten am Samstag. Und hast du manchmal Ferien, wo du das gar nicht anschaust? Ja. Aber nicht, weil ich nicht kann oder so, sondern weil ich nicht will. Ja. Aha. Weil wenn du sonst nachher irgendwie eine Woche fort bist und hast dann 150 Mail, die du machen musst, dann brauchst du 2 Tage, dann ist der Ferieneffekt gerade wieder dahin. Ja. Heute habe ich herausgefunden, dass es wirklich viel, also einmal für mich, ich weiss, das ist jetzt eben nicht so wissenschaftlich, das ist jetzt wirklich rein für mich. Es ist sowohl motivierender wie auch befriedigender für mich, auf den Gipfel zu steigen als auf den Pass. Und das habe ich noch spannend gefunden. Also das habe ich wirklich, heute habe ich wirklich können sagen, sowohl gestern Rosa Blanche wie auch heute Pion du. Ich habe schon wieder den Namen vergessen. Pinier de Rolla. Pinier de Rolla, fast. Ist viel ringer gegangen. Wenn du siehst, dort oben ist der oberste Punkt. Und weiter kann es eh nicht gehen. Und beim Pass bist du nie sicher, ob dann nicht hinter dem Hügel noch mal ein Hügel kommt. Es hat doch noch eine andere Komponente. Alle Menschen wollen oben sein. Das ist doch etwas, was uns eingepflanzt ist. Und im Pass bist du einfach nicht oben. Das ist der Kern noch nicht erreicht. Ich habe Pass lieber als Gipfel. Warum? Weiss, ich kann es nicht sagen. Ist mir sympathischer, vielleicht will ich nicht gerne oben neben schauen. Okay. Ja, muss ich sagen. Mit ablehnen? Ja, warte, das mache ich. Ich bin zuständig für den blöden Griff hier. Ja. Und wir müssen alle wegstehen. Das ist fast wie wenn er über den Gletscher läuft.
Hauswirtschaftslehrerin Yolanda übernimmt gemeinsam mit Ralf das Kochen. Das ist nicht schon mal recht weit. A table, a table. Das Dachbett die Brau. Kurz vor dem Ziel noch einmal einen Moment für alle darüber nachzudenken, warum man sich den Traum Otrut erfüllen wollte. Ich hatte eine sehr schöne Skitourenwoche. Ich hatte eine sehr schöne Tourenwoche mit euch zusammen. Das war eine wunderbare Truppe. Das Wetter hat mega mitgemacht, die Landschaft war einmalig. Etwas ganz Spezielles. Und ist das mit dem Mutigwerden? Ist das passiert? Ein Schrittli. Aber ich habe noch viel vor mir. Ja, jetzt freue ich mich aussinnig auf meine Buben. Ja, die Mutter hat mir heute noch das Foto geschickt, wie sie am Spielen sind. Und ich habe das Gefühl, die haben in dieser Woche extrem gewachsen wieder. Und ja, sind schon wieder grössere Buben. Das ist mir bewusst. Dass ich kaum mit ihr zusammen nur so grosse Touren machen würde. Wir würden einzelne Tage, so Tagestouren machen oder zwei Tagestouren. aber sicher, oder ich kann mir das vorstellen, nicht mehr gerade eine Woche. Weil das ist für mich, ich bin da ziemlich an die Grenzen gekommen. Und das muss man einfach sehen. Körperlich war es ein bisschen anstrengend, aber ich glaube, für den Kopf ist es Gold wert. Ich glaube, ich merke es vor allem nächste Woche. Inwiefern? Positiv oder negativ? Nein, ich glaube, dass ich wieder mit Frische und Motivation wieder an etwas trage, wo man sich etwas überlegen muss. Nach einer Woche eigentlich. Ja. Und natürlich die Eindrücke. Also landschaftlich war es schon wunderschön. Ja, ich konnte wirklich eine Woche lang wenig studieren. Und das ist schon noch. Es war erholend. Einfach mal so eben keine unlösbaren Probleme im Kopf herumwälzen. Das habe ich sehr genossen. Und ich habe auch wirklich nichts gemacht. Ich habe gedacht, vielleicht kommt es irgendwann, dass irgendetwas, wo mich jetzt gerade beschäftigt, Foto von drei. Aber es ist nie so etwas gekommen. Nein. Die Firma gibt es nicht. Oh, alle sind noch dort, glaube ich. Und von dort hat das gut funktioniert. Und das freut mich auf die eine Seite. Dass eben letztlich nicht mehr abhängig ist von einer Einzelperson. Und was mich aber auf der anderen Seite sehr gefreut hat, ist eben die Otrute mal können zu machen. Habe ich schon immer mal gerne machen. Und mit euch zusammen das zu machen, ist super gewesen. Du hast verschiedene Sachen gehabt. Einerseits hast du die Otrute gefunden, will ich machen. Andererseits ist aber bei dir auch noch die ganze Geschichte mit deiner Mama auch noch drin gewesen. So ein bisschen die Erinnerungen sehen. Wie stark war das präsent? Ja, ich denke, es wird wesentlich mehr sein, die Erinnerung und alles. Ich war schlichtweg selber genug mit mir beschäftigt oder mit rundherum, dass das gar nicht zum Thema geworden ist. Außer, ich weiß jetzt nicht einmal, wo ich das gemerkt habe, Rosa Blanche habe ich glaube, zwei, drei Steine mitgenommen. Für den aufs Grab, aber mehr nicht. Mit was für einem Gefühl gehst du jetzt zurück wieder in den Alltag? Mit was für einem Gefühl? Also. Das kann ich gerne nicht sagen. Es ist so schnell vorbeigegangen alles. Also, ja, ich habe ganz verschiedene Eindrücke. Also, ich kann es gar nicht irgendwie benennen, genau. Weil vieles ist wesentlich besser gelaufen, als das ich gedacht habe. Ja, ich kann es gar nicht so genau fassen. Noch einmal um 5 Uhr aufstehen. Noch einmal im Schein der Stirnlampen auf dem gefrorenen Gletscher zum letzten Aufstieg fahren. Die Otrut ist auch eine Geschichte über Menschen, die sich vorher nicht gekannt haben und an ihre Grenzen kamen.
Die lernten, mit Steigeisen zu klettern, sich zu überwinden und gemeinsam als Gruppe an das Ziel zu glauben. Ja, das war die letzte Mauer hier. Jetzt gibt es den Endspurt. Ja, jetzt sind einfahren. 200 Höhenmeter, nein, noch 2 Stunden hochfallen. Kennst du den Berg? Ich will einreihen. Ich war lange nicht mehr so froh, diesen höheren Hubel zu sehen. Daniel, danke dir vielmals. Ah, David, danke dir vielmals. Hey, David, danke vielmals. Hey, so schön. Cool, danke vielmals. Hey, 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 Daniel, danke dir vielmals. Danke super. Dir. Das kann ich ganz gerne machen. Sicher. Ja, ich möchte, dass ich in diesem Auto auch noch etwas mehr glaube. Nein. Von rein an die Frau. Jetzt sind wir kein Brüblein. Schön. Stimmig. Und so endet dieses Abenteuer nach 6 Tagen in den hohen Bergen mit einem Blick auf das Matterhorn. Bevor sie hinunterfahren, zurück in den Alltag. Denn manchmal ist es an der Zeit, das zu tun, wovon man geträumt hat. Und dem Leben ein neues Kapitel hinzuzufügen. Mein Schatz. Nicht, dass sie noch meint, ich hätte sie vergessen. Doc wurde Ihnen präsentiert von fleurop.ch.